Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Heavy Rain. Ja, gestern wurde es ja unglaublich dramatisch. Ethan ist zu seiner dritten Prüfung angetreten und hat diese erfolgreich absolviert. Daraufhin haben wir versucht, mit Maddie und Ethan gemeinsam zu fliehen, haben das allerdings nicht geschafft. Nur Maddie ist entkommen und die Polizei hat Ethan dingfest gemacht. Der sitzt nun auf dem Polizeirevier, wird von Blake verprügelt und mit Jaden können wir das natürlich gar nicht sehen, denn er glaubt weiterhin an Ethans Unschuld. Wir haben uns zwar beim Captain beschwert, aber der ist so, ja, Hauptsache ein Geständnis kommt bei rum mäßig drauf. Und diese unlauteren Methoden der Polizei, ich hoffe, dass wir das irgendwie noch zum Guten wenden können. Und ob Ethan wirklich unschuldig ist, wer weiß. Vielleicht irrt sich ja Jaden auch und vielleicht hat Blake wirklich recht. Aber trotzdem, seine Methoden sind für'n Popo. Und wir scheinen jetzt so ein bisschen Trübsal zu blasen mit unserem guten Jaden. Denn der spielt hier am Klavier. Vielleicht muss er auch einfach mal seine Gedanken ordnen. Ihr Wodka, Sir. Danke. Sie wirken ein wenig besorgt, wenn ich das so sagen darf. Haben Sie Probleme mit dem Fall? Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Ja, das wäre es definitiv. Ich denke mal, der gute Butler dort, der redet von unserem Tryptokain, was wir bisher immer genommen haben, in jeder Situation. Aber gut, interessant auf jeden Fall, was dieses System einfach für Welten erschaffen kann. So, warte mal, ich möchte jetzt eigentlich mal gucken. Sieh an, es gibt etwas Neues. Genau. Die Videoaufzeichnung von Park am Tag, als Sean Mars verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist, aber wer weiß. Ein Versuch ist es alle Male wert, deswegen würde ich sagen, wir analysieren das Ganze. Viele Menschen, niemand, der jetzt wirklich verdächtig ist. Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Könnte mit der Entführung von Sean Mars übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Zumal auch die Zeiten stimmen würde, weil Ethan war mit Sean damals um 16.15 Uhr im Park und die paar Minuten haben sie dann gespielt, dann wollten sie gehen, also das würde schon hinkommen. Keine Geoanalyse, schade. Ich hätte erwartet, dass irgendwie der Wagen irgendwo vorliegt, aber gut. Gehen wir mal weiter gucken. Reifenspuren. Die hatten wir aber auch schon mal gemacht, ne?
Ja, den Chevrolet Malibu, wie gesagt. Aber da gibt's auch wirklich gar nichts sonst, wo der auftreten könnte? Nein, scheinbar nicht. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen... Warte mal, das muss doch mit dem Auto hier... Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Ja. Allerdings. Aber irgendwo müssen wir doch herausfinden können, wo... Also, wo diese Marke verkauft wird. Oder vielleicht, naja gut, Halter herausfinden wird schwer. Denn es gibt sicherlich einige Leute, die diesen Autotyp fahren. Aber mal schauen. Ein gestohlenes Fahrzeug. Okay. Moment. Jackson Neville wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. Okay, aber immerhin ist das doch schon mal ein Hinweis, oder? Also der eigentliche Besitzer war Philip D. Campbell und es wurde am 14. September 2005 als gestohlen gemeldet. Alles klar, das könnte uns eventuell helfen. Ach, keine Daten für die Geoanalyse. Aber dieser Jackson, der könnte interessant sein. Jackson Neville. Jackson Neville, alias Mad Jack, handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber mehr habe ich im Moment nicht. Tja, würde ich versuchen, dass wir da dran ansetzen, oder? Irgendwie? Also irgendwo müssen wir ja versuchen, unseren Fall aufzunehmen. Und wenn... Mad Jack eine Spur ist, sollten wir vielleicht mal schauen. Inzwischen sind sich ja alle auf dem Polizeirevier einig, dass Ethan Mars der Killer ist. Definitiv der Killer. Aber Jaden ist halt einfach ein guter Mann vom FBI. Und dementsprechend glaubt er halt nicht alles immer sofort. So. Ich sollte meine Vorgesetzten fragen. Vielleicht... Nein, das ist dumm. Ich muss das allein durchziehen. Nein, ich kann nicht nur zusehen. Ich helfe Mars hier rauszukommen. Ich muss Ethan Mars hier irgendwie rausholen. Die Chance, dass er die Wahrheit sagt, ist vielleicht 1 zu 1000. Aber er kann trotzdem noch seinen Sohn retten. Und notfalls könnte er uns ja auch sogar zu seinem Sohn führen, wenn er wirklich der Origami-Killer ist. Ich glaube, Mars ist unschuldig. Ich muss ihn hier rausholen. Okay, ein Mann, ein Wort. Er könnte schuldig sein. Er verhält sich merkwürdig und erzählt wirres Zeug. Das stimmt. Er hat nie gesagt, dass er nicht der Origami-Killer ist. Den scheiß Carl Perry kümmert es einen Dreck, ob Blake Zeugen schlägt oder Mars unschuldig ist. Der will nur der Presse sagen, dass der Origami-Killer verhaftet ist. Ich glaube einfach nicht, dass er schuldig ist. Das Killerprofil passt überhaupt nicht zu ihm. Genau, und deswegen werden wir jetzt nämlich versuchen, Ethan hier rauszuholen. Mal schauen. So. Ach, gucke mal. Hat Mars gestanden? Nein, noch nicht. Er ist bewusstlos. Oh je. Wenn er wieder aufwacht, geht's weiter. Er ist tougher, als ich dachte. Ganz egal, der singt. Wie alle. Auf jeden Fall, mein Glückwunsch, Lieutenant. Das war sehr gute Arbeit. Ich werde mit der Presse sprechen. So etwa in einer Stunde. Das wird eine Riesensache. Hat er gestanden? Noch nicht. Okay, dann kümmere ich mich jetzt um ihn. Ich verstehe. Gehen Sie raus. Ich... Lieutenant Blake sagte... Bitte. Gehen Sie raus. Wir müssen das jetzt irgendwie schaffen, ihn zu befreien. Ich warte dann vor der Tür. Alles klar. Vielen lieben Dank. Verdammt. Sind Sie okay, Ethan? Okay, wir helfen Ethan mal auf. Dass er hier bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen wurde, ist einfach ein Unding von Blake. Ich muss hier raus. Ich muss Sean retten. Ich werde Ihnen helfen. Sollte klappen, ihn unbemerkt herauszukriegen.
Okay. Dann würde ich mal sagen, wir holen ihn raus. Wir müssen versuchen, sie herauszuholen, Ethan. Warten Sie. Ich komme zurück. Okay, als erstes denke ich mal, ja, müssen wir wahrscheinlich diese Wache hier ablenken. Oder? Okay. Ich muss die Wache loswerden, wenn ich Mars befreien will. Okay, und wie machen wir das am geschicktesten? Der Typ ist nämlich schwer zu kriegen. Okay, vielleicht Notfall vortäuschen oder irgendwie sowas in der Richtung. Was machen wir denn da am ehesten? Was können wir denn da machen? Zuerst weg mit den Handschellen. Scheiße, was mache ich da? Beihilfe zur Flucht? Das kostet mich die Marke und bringt mir 10 Jahre Knast ein. Ja, ich frage mich nur gerade, wie ich ihm am ehesten helfen soll. So. Irgendwo hängen die Regenmäntel der Streife. Ich muss einen finden und Maß geben. Okay, also erstmal muss ich wahrscheinlich hier das ganze Zeug besorgen. Damit, wenn wir ihn befreien, er dann auch direkt entkommen kann. So, das heißt, erstmal muss ich mich hier umgucken. Irgendwo wird ja wohl was sein. So, bei Perry, da gehe ich bestimmt nicht nochmal hin. Okay. Ich brauche auf jeden Fall den Schlüssel. Ich weiß jetzt nicht, ob in dieser Situation was zu trinken irgendwie ratsam ist, aber okay. Schließlich müssen wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren, Jaden. So. Wo bekomme ich so einen dämlichen Mantel her? Irgendwie muss ich ihn heimlich aus dem Revier kriegen. Okay. Lass uns mal ein bisschen gucken. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie wir das hier am ehesten hinbekommen sollten. Da hängen auf jeden Fall ein paar Sachen rum. Ich weiß nicht, ob ich da unbemerkt was wegnehmen könnte. Bin mir absolut nicht sicher. So, könnte ich hier irgendwie... Nee. Aber die haben ja alle sowas an. Wo kriege ich denn sowas her? Verdammte Axt. Ich muss erst mal schauen. Ich habe das leider nämlich noch nie so gespielt. Deswegen weiß ich das absolut nicht. Tatsächlich habe ich Ethan noch nie verhaften lassen. Irgendwie lustig. Ah, gucke mal an. Den könnten wir doch mitnehmen, oder? Gary, machen Sie eine Pause. Ich mache das hier. Echt? Ich muss nämlich mal dringend pissen. Das ist gut. Die Schlüssel für die Handschellen liegen auf meinem Schreibtisch. Oh, das ist noch besser. Alles klar. Okay. Okay. So, den Mantel nehme ich definitiv mit. Alles klar, perfekt. So. Wo ist denn sein Schreibtisch? Kann mir das jemand sagen? Ist das auffällig, wenn ich hier mit dem Mantel rumrenne? Wahrscheinlich, ne? Aber es ist egal. So, irgendwo hier muss er sein... Ah, gucke mal einer an. Perfekt. So, Schlüssel ist drin. Und auch der Mantel. Eine Kamera. In Mars Verhörraum ist eine Überwachungskamera. Die muss ich irgendwie ausschalten. Tja, und genau das werden wir nicht tun. So, erstmal die Handschellen lösen. Das war's. Sie sind frei. Okay, schnell. Ziehen Sie sich das über und dann raus hier. Hier, nehmen Sie das. Die machen Pause. Wenn sie sich beeilen, kommen sie unbemerkt raus. Sofort raus hier. Kein Anhalten, kein Reden, kein Denken. Nur laufen. Was soll ich sagen? Ich... Bitte retten Sie einfach Sean. Ich hoffe, das war kein Fehler. Tja, das hoffe ich auch. Der Beweis, dass Jaden eindeutig das Richtige getan hat, hier meiner Meinung nach, ist jetzt aber auch auf Band. Das könnte noch Konsequenzen haben, muss es aber nicht. Wir werden es wahrscheinlich dann selbst herausfinden. Aber wir sind mit Ethan entkommen. Ich bin sehr, sehr froh.
dass das noch geklappt hat? Vor rund einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft, bald die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben. Hier ist was zu essen. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Sie sind mir gefolgt. Ich wollte es wissen. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht Sie, Ethan. Sie nennen Sie den Origami-Killer. Stimmt das? Sind Sie der Killer, Ethan? Ich habe manchmal diese Blackouts. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Ich glaube, mein zweites Ich testet mich, meine Liebe zu Sean. Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Das heißt, da ist ein Teil von mir, der weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Und sag Ihnen was? Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohn entführt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten! Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich. Aber nicht früher. Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Sie verstehen einfach nicht, die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden, ich habe keine Wahl. Bitte, Madison, gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Ich muss es alleine durchziehen. Ein bisschen schade ist das schon. Nicht nur, dass wir Maddie wegschicken, sondern auch, dass sie so gar nicht auf die Flucht reagiert hat jetzt. Also es ist jetzt wirklich ähnlich, wie als wenn wir mit ihr zusammen entkommen wären, oder es ist genau gleich. Sie hat halt gar nicht so, oh, Ethan, wie bist du jetzt von der Polizei erneut entkommen? Das finde ich ein bisschen schade, dass das hier nicht nochmal aufgegriffen wurde. Aber gut, okay, man kann halt nicht alles haben. So, würde ich mal sagen, wir gehen zu unserem Prüfungskasten und treten zur vierten und damit vorletzten Prüfung an. Sind Sie bereit zu töten, um Ihren Sohn zu retten? Brad Silver, Longway Road, Lexington. Erledigen Sie. Schicken Sie ein Bild. Holen Sie sich Ihre Belohnung. Tja, sind wir bereit, wirklich zu töten? Damit Sean überlebt.
Und Ethan zögert keinen Moment, sondern schnappt sich die Waffe und rennt direkt los. Ja, ziemlich üble Situation, würde ich sagen. Also es ist doch schon erschreckend, wie weit man eigentlich gehen würde oder im ersten Moment gehen würde. Ob man es dann letztendlich tut, ist die andere Frage. Aber im ersten Moment, so rein vom instinktiven Handeln her, für einen geliebten Menschen, Donnerstag, 11.10 Uhr, 84,63 mm. Aber was wir nun mit Scott erleben werden, das erleben wir in einer neuen Folge von Heavy Rain Remastered, wahrscheinlich morgen direkt wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und freut euch auf eine neue Folge. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zu einer nächsten Folge. Ciao!